Heute geht es also um Vierecke und zwar um nicht symmetrische. Es gibt natürlich auch symmetrische Vierecke, die werden wir dann später kennenlernen, kennt ihr aber eigentlich schon aus der 5., 6. und 7. Klasse. Da hat man das Ganze schon eingeführt. So ein nicht symmetrisches Viereck hat quasi keinerlei Eigenschaften, nichts Rechtwinkliges, nichts Paralleles, keine gleich langen Seiten, gar nichts. Was neu dazukommt beim Viereck ist klar, wir haben eine andere Beschriftung. Zwar werden die Punkte mit ABC gekennzeichnet, wieder gegen den Uhrzeigersinn. Es kommt ein Punkt D dazu, sonst wäre es ja kein Viereck. Und es kommen natürlich auch noch Diagonalen dazu. Und standardmäßig wird man normalerweise die Strecke AC als die Diagonale E bezeichnen und die Strecke BD als die Diagonale F bezeichnen. Bei den Seiten ist es jetzt nicht mehr so, dass man gegenüberliegende Punkte nach den Seiten benennt oder andersrum, sondern wir machen es auch ringsum. Das heißt, die nächste Seite an A, die anschließt, ist die Seite A, an Punkt A anschließt die Seite A, bei Punkt B schließt die Seite B an und so weiter. So wie ich es in dieser Skizze einfach schon gekennzeichnet habe, so schaut es dann aus. Neu dazu kommen eben ein neuer Punkt D, ein neuer Winkel, der ist dann Delta, sagt man da normalerweise dazu. Und es kommen die zwei Diagonalen dazu, weil jetzt können wir Punkte auch anders noch miteinander verbinden. Um die zu konstruieren, braucht man insgesamt 5 Bestimmungsstücke, werde ich euch nachher noch zeigen, warum es 5 sind. Am Anfang ist es immer geschickterweise so, man zeichnet sich zuerst mal die gegebenen Stücke ein. Das ist hier definitiv sehr, sehr sinnvoll, weil den Überblick behält man immer. Also zuerst erstmal alle Punkte bezeichnen, Seiten bezeichnen, Winkel bezeichnen und dann markieren, was gegeben ist. Und dann ist die Konstruktion eigentlich recht leicht, wenn man weiß, wie man Dreiecke konstruiert. Denn wir fangen hier einfach mit einem Dreieck an, das man konstruieren kann. Und dann macht man den letzten Punkt noch dazu. Mehr will ich jetzt gar nicht verraten. Ihr sollt nämlich jetzt auf Pause drücken und sollt mal versuchen, mit diesen Größen, mit dieser Skizze, euer eigenes Viereck zu konstruieren. Und zwar genau nach diesen Größen. Also bitte jetzt auf Pause drücken. Wirklich! Und weiter geht's in 3, 2, 1. Jetzt werde ich euch erklären, wie mein Weg dazu lautet. Es gibt nämlich mehrere Möglichkeiten. Ich habe jetzt als erstes die Seite AB gezeichnet, also hier unten, weil das einfach die Größe A war, die Seite A war, die gegeben ist. Ich hätte natürlich auch mit der Seite E anfangen können, das ist auch eine Seite, die gegeben ist. Schwierig ist es, mit dem Winkel anzufangen, weil man ja quasi erstmal ein Bestimmungsstück braucht, wo man zwei Punkte bemessen kann, wo man dann auch danach einen Winkel antragen kann. Ich habe dann beim Winkel Beta angelegt, hier 80 Grad nach oben. Aufpassen, dass man hier nicht auf die falsche Skala läuft, sonst hat man nämlich schnell mal 100 Grad. Also aufpassen, dass es auch ein spitzer Winkel ist. Und dann habe ich einfach den Punkt C dazu konstruiert, indem ich um Punkt A einen Kreis gezeichnet habe mit dem Radius 4,5. Denn das ist ja gerade die Diagonale E. Und wenn ich die beiden Ortslinien, sagt man ja auch, miteinander verbinde, das heißt schneiden, den Punkt markiere, wo sie sich schneiden, dann habe ich meinen Punkt C. Jetzt hätte ich quasi eben dieses erste Dreieck konstruiert, A, B, C, dieses Teildreieck konnte man machen. Was für Größen habe ich noch? Ich habe jetzt diesen Winkel 105 Grad hier oben und den Winkel 65 Grad bei Alpha. Das heißt, ich kann doch hier diesen 105 Grad Winkel antragen und hier einen 65 Grad Winkel antragen. Und wo sich eben diese Schenkel schneiden, dort muss mein Punkt D liegen. Und damit habe ich mein Viereck eigentlich schon fertig. Ich habe hier noch die zusätzlichen Größen dazu markiert. Als Kontrollinstanz die Strecke AD, die sollte 3,3 cm lang sein. Was haben wir also heute gelernt? Konstruktion von einem Viereck ist eigentlich nichts anderes. Wir müssen bloß erstmal ein Dreieck konstruieren aus den gegebenen Stücken und dann eben den vierten Punkt noch dazu zu konstruieren. Ein bisschen aufpassen muss man, dass man auch wirklich jedes Mal eine Skizze macht, weil sonst haben wir am Schluss Schwierigkeiten, dass wir nicht durcheinander kommen. Und ihr kriegt den Rest selber hin. Das müsst ihr das Ganze abpinseln, verbessern und dann will ich es im Themenheft genauso haben, wie es jetzt hier auf der Folie ausschaut. Bis zur nächsten Stunde.